Moin, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Let's Fly X-Plane 11. Ja, wir stehen in Wilhelmshaven Mariensiel im Jade Weser Airport, EDWI, also Echo, Delta, weiß gar nicht, was W heißt, India. Ja, ich übe ja noch, ich mache ja auch noch keinen Sprechfunkverkehr. Ja, und ich möchte nochmal eine Platzrunde fliegen, und zwar möchte ich die Platzrunde heute mal mit Hilfe des Autopiloten fliegen. Und um mich damit ein bisschen vertraut zu machen. Dazu sind ein paar Vorbereitungen nötig. Und zwar einmal muss ich hier meine Höhe genau einstellen, weil ich will ja die Höhe über dem Boden haben. So, die ist auf 0 jetzt. Zentriert. Das ist schon mal soweit gut. Ich muss hier mein Heading soweit drehen, dass ich auch wirklich geradeaus fliege. Und dann gucke ich mal runter zum Autopiloten. Ich schalte Heading ein und ich schalte Vertical Speed ein, weil ich will mit 500 Fuß pro Minute will ich steigen. So, das ist soweit schon mal ganz gut. Das passt. Ich aktiviere den Autopiloten noch nicht, weil das mache ich natürlich erst, wenn ich im Flug bin. Flaps schalte ich auf 10%. Ich schalte meinen Landing Lights an und mein Strobe Beacon ist schon an. Und jetzt regel ich mal eben das Gemisch so weit runter, dass ich bei Vollgas 2000 habe, ohne dass es stottert. Ich bleibe ein bisschen drüber. Ja, ich mach mal doch ein bisschen so 2200. So, alles klar. Dann nehme ich Schub wieder zurück, natürlich. Und dann bin ich eigentlich abflugbereit. Dann kann ich die Bremse lösen. Muss natürlich zusehen, dass ich beim Starten gerade bleibe. Mal hoch. Nicht so doll. Und dann können wir im Prinzip auch schon direkt den Autopiloten aktivieren. Bei 300 Fuß schon mal die Landing Lights rein, die Flaps rein und drehe meine, mache eine 90 Grad Wendung nach links. Über den schönen Jadebusen. Und dann reduziere ich gleich mal die Steigrate ein bisschen. Wir wollen also auf 1000 Fuß rauf. Und damit das dann nicht ganz so heftig wird. Dieser Bump, wenn wir bei 1000 Fuß sind, reduziere ich mal auf 200 Fuß pro Minute. Wenn wir bei 1000 angekommen sind, dann sage ich ihm, er soll die Höhe halten. Wir sind noch ein bisschen zu schnell, wir können ein bisschen langsamer werden. Haben wir jetzt erreicht. Wir sind also jetzt im Querabflug.
Die Bohrinsel da unten gibt es nicht. Da hinten ist der Flugplatz. Das ist Wilhelmshaven. Da hinten ist das Kraftwerk. Das, inzwischen ist es, glaube ich, Uniper. Das war früher NWK, dann war es Preußen Elektra, dann war es E.ON, jetzt heißt es Uniper. Ein Kohlekraftwerk. Wie man gesagt, der Schornstein, den man da sieht, der ist 275 Meter hoch und das Gebäude daneben, das Kesselhaus, ist 100 Meter hoch. So. Wir sind hier schön auf bei 1000 Fuß. Und gehen mal in den Gegenanflug. Das heißt, wir wechseln auf 20 Grad. 2,0 Grad. Das da unten ist der Leuchtturm Arngast. Mit einem Jadebusen. 36 Meter hoch. Das ist alles super. Wir fliegen jetzt mal ein ganzes Stück erstmal so, damit wir dann genug Zeit für den Endanflug nachher haben. Also genug Platz. Mal wieder gucken. Ich will zusehen, dass ich direkt über Wilhelmshaven reinkomme. Hier vorne sieht man auch noch einen großen Turm. Das ist ein großer Radarturm, der hier irgendwie für den Schiffsverkehr wichtig ist. Da gibt es irgendwie eine Verkehrsleitzentrale, die da unten angesiedelt ist am Hafen. Da unten, das ist die sogenannte vierte Einfahrt, da sieht man jetzt hier so ein paar Segelschiffe. Das ist der größte Marinehafen Deutschlands. Und hier hinter, das sind zwei große Schleusen. Das ist, meine ich sogar, Europas größte Schleuse. Ich meine, es wäre Europas größte Schleuse. Das sind zwei große Schleusenkammern. Wie groß die genau sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, nennt sich vierte Einfahrt. Das ist hier Budjading, heißt der Bereich hier. Auch sehr schön. Ich kann auch kein Kraftwerk unter Weser erkennen in der Ferne. Nee, gar nicht. So, und wir gehen jetzt schon mal in den Sinkflug. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier Vertical Speed einstelle am Autopiloten, dann steigen wir erst, weil der noch auf 200 plus eingestellt ist. Wir müssen also ganz schnell runter auf minus 300. Ist auf 0.
Okay. So. Und was wir dann auch machen ist natürlich, dass wir unseren Kurs ändern auf 290 Grad. Damit wir in den Gegenanflug gehen. Entschuldigung, Quatsch. Wir waren ja im Gegenanflug, in den Queranflug gehen. Wir wahrscheinlich aufpassen, dass wir da nicht gegen die Schornsteine und gegen das Kraftwerk fliegen. Das soll jetzt der Queranflug sein. Ja, doch, kommt hin. Ziemlich weit weg, aber kommt hin. Ja. Das passt hier nicht so ganz mit den Schiffen und sowas. Aber egal. So, ich will auch nicht zu sehr zu weit sinken. Ich halte jetzt erstmal die Höhe, weil wir sind dann doch etwas weiter geflogen als gedacht. Hier auf einen Windpark zu. Das hier unter uns müsste das Gelände vom Jade Weserport sein. Der Flugplatz ist in weiter, weiter Ferne. Ganz hinten. Das ist das Kraftwerk. Ja. Oh, schön gebaut. Das ist nicht so dunkel und hier sind keine Häuser am Wasser, aber sonst ganz cool. Das hier müsste dann das neue Kraftwerk sein. Ich will mal kurz mir die Karte anzeigen lassen. Würde ich schon mal so Richtung schon mal einschlagen. Richtung Flugplatz, also die Richtung, die auch die Landebahn praktisch hat. Und unten da rechts hier sehen wir ja EDWI, da wollen wir hin. Könnte also schon ganz gut klappen. Sobald ich ihn sehe, jo, die Zeit wäre jetzt eigentlich um, aber die Landung machen wir noch eben, ne? Dafür kann es sein, dass ich dann
vielleicht nicht alle Folgen, dass ich nicht 4 Folgen die Woche im Moment schaffe, weil ich zeitlich ziemlich am Rande bin. Das muss ich mal gucken, das kann ich euch noch nicht ganz versprechen. Sagen, ich sehe den Flugplatz im Moment noch nicht. Versuch mal hier von der Karte her ein bisschen nachzuregeln. Vorne müsste er sein. Das heißt, ich halte jetzt mal den Autopiloten aus, fahre die Landeklappen ein Stück aus. So, da ist er. Ich bin natürlich völlig falsch von der Richtung der Landebahn. Bin viel zu weit geflogen hier im Queranflug. Jetzt da rechts die Landebahn, wo ich hin will. Schöner Anflug. Das war sehr holperig. Ich glaube, das machen wir gleich nochmal. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch und sage erstmal ciao.